Ich hab's verkackt, ich hab das falsche Fenster auf. Tada! Ich rauche übrigens seit 45.000 Euro nicht mehr. Ne? Damals hat man einfach so 5 Minuten lange Gitarren-Solis rausgehauen. Es gibt eine ganz neue Dynamik in dieser Nummer. Wir sind eine sehr umtriebige Band. Wir sind eigentlich sehr viel auf Tour. Ungewohnte Zeit, sowas morgens aufzunehmen. Mhm. Aber auch online gilt auch guter Atem. Absolut. Für Staffel 8, wir wollen uns ja gleich richtig gut rausputzen mit unseren ersten Gästen. Ja. Aber du, kann ich den Spiegel wegstellen? Mhm. Sehe ich gut aus? Alter. Weltklasse. Christian, ich muss immer noch kurz, was ist das jetzt unüblich, kurz noch über was lachen, denn ich habe eben gesagt, der Duft kommt auch, obwohl wir online sind und ein Zuhörformat. Kennst du das Duftoskop aus Futurama? Nein. Dann wird das kommen und dann wirst du auch Geruchsfernsehen haben. Nichtsdestotrotz, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Wunschwort FM, eurer digitalen Musiksprechstunde. Christian, wir haben Folge 52 und starten damit in die 8. Staffel. Mit Klasse. Dem Wort? Weltklasse. Weltklasse. Ja. Genial. Schon eine ordentliche Hausnummer. Ich habe echt mal ein bisschen nachgeguckt, weil ganz kurz schon mal als Spoiler, Buddha hat mir einen Song eingeschickt, den er schon mal in der 4. Staffel hatte. Also jetzt langsam kommt die Sendungsdemenz. Ne? Hat er mir also verboten. Hat er mir verboten. Ansonsten haben wir in dieser Staffel, wir wollen ja ein bisschen zügiger durch das Intro durchkommen, ein paar kleine Neuerungen mit euch vor. Wir werden das Produkt updaten. Ne? Ihr werdet so ein paar Sachen feststellen, die wir jetzt mal im Laufe der Zeit probieren. Heute noch nicht so viel. Wir sind ja auch morgen. Eine Sache, wenn du guckst, ne, da ist Tageslicht. Licht. Wir zeichnen zum ersten Mal tagsüber auf. Also von daher, ich habe alles ausgestellt, was hier klingeln kann. Ne? Wir zeichnen tagsüber auf. Das Licht wirkt auch ein bisschen seltsam dahinter. Nee, aber wir werden so ein paar Neuerungen am Produkt vornehmen. Aber wunderschön natürlich, Christian. Eins ist sicher, hier unten ist der Banner eingeblendet, für dass er uns folgen soll. Das ist uns nämlich wirklich noch wichtig, weil wir noch mehr FollowerInnen brauchen. Das wäre noch eine ganz schöne Geschichte. Und muss ich noch so sagen, wir haben auch einen neuen Unterstützer, nämlich Bratch, die sich um Talente kümmern, werden heute im Laufe der Sendung irgendwo mal so ein bisschen eingeblendet. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr neue KollegInnen sucht. So, das ist alles, würde ich sagen, Weltklasse. Weltklasse. Weltklasse ist das Wort, liebe Freundinnen und Freunde. Weltklasse ist nicht nur die höchste, eine Wettbewerbsklasse im Segelflug, wie ich mir durch Zufall eher aufgefallen ist, als ich das Ganze mal zusammengesucht habe, ist nämlich die 13,5 Meter Klasse. Ich glaube, darauf wird aber, ich würde jetzt wetten, dass da nicht so viele darauf rekurrieren in dieser Sendung, aber Weltklasse per se steht ja für das höchste Leistungsniveau im Sport. Und das hat sich so ein bisschen eingebürgert, dieses Wort. Ich glaube, also aus dem Fußball kenne ich es vor allen Dingen, das ist ja Weltklasse. Und da hat sich es dann auch so in den gängigen Sprachgebrauch dann auch, ich sag mal, etabliert und auch dann seinen Weg gefunden in die Kommentierung von allen möglichen Sachen, die irgendwie cool und bestens sind und so weiter. Ich höre das mittlerweile relativ oft mit dem, ist ja Weltklasse seit so ein paar Jahren. Ja, aber es gibt ja keine Steigerung mehr davon, ne? Also was ist denn weltklassiger als Weltklasse? Universumsklasse. Und werden wir vielleicht nachher, ist auch keine Segelklasse, ne? Da ist die FIFA aber noch nicht unterwegs. Werden wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen rausbekommen. Früher bei der BAMS war es immer Bild am Sonntag, gab es die Fußballnoten, da gab es die 1 für Weltklasse, ne? Jetzt hast du den Knopf gedrückt. Gibt es auch noch in der Kicker-Unterteilung, gibt es nationale Klasse und das oberste ist auch dann natürlich Weltklasse. Und danach werden auch die deutschen Bundesligaspieler, ich weiß nicht, wie viele wir hatten, aber da sind dann die Gündogans und Großes dieser Welt dann nur noch zu finden. Da mache ich jetzt Weltklasse ist eine super Überleitung. Ne? Wir haben nämlich die Band, die wir heute zu Gast haben, hatten wir auch schon mal in der Folge Mutter. Ne? Da wurde nämlich der Song Mama von meiner Frau gewünscht, den wir hier abgespielt haben. Und in der letzten Folge hatten wir Dicker. Ne, hatten wir als Dicker als Gast bei Markus in Dress for Success. Und ich habe heute hier mal die Gottväter des kinderfreundlichen Hip-Hops eingeladen. Ein Zitat aus meinem Lieblingslied dieser Band ist: Der allerbeste Job der Erde ist diese Musik für euch. Ja, also höre ich auch selber gerne privat.
Bei uns sind nämlich heute Flo und Pauli von Deine Freunde. So, Flo, ne, haben wir neulich mal wieder gesehen im Fernsehen, ne? Guck mal, ein bisschen was zu fragen, war, glaube ich, das Gründungsmitglied von Echt, ja. Und auch da kann ich jetzt auch schon mal sagen, gedroppt fort von mir, ne, ist immer noch ein Guilty Pleasure, den ich eigentlich immer gerne höre und irgendwann hier im Format nochmal bringen werde. Wie gesagt, zu der Doku können wir nachher noch ein paar Fragen stellen. Pauli oder DJ Axel Pauli oder Markus Pauli war. Ist mir auch schon 2000 ins Leben gekommen mit ein paar coolen Tapes und nachher auch als Tour-DJ von Fettes Brot so und ne, mit seiner Band oder mit dem Projekt Skankfang, ich weiß gar nicht, das frage ich nachher, im Fettes Brot-Song Fast 30, das ist wirklich, also, darf ich noch nicht so viel zu sagen, meinst du? Stell doch die Fragen gleich, wenn wir so reinholen. Ach so, okay, ja, ich bin aber nur, weil ich mich so freue. Du bist ganz ne? aufgeregt, das merke ich. 2012 haben sie Deine Freunde als Band gegründet, 2020 nochmal bei The Voice Kids als Jury mitgebracht. Also wir haben heute eine Menge Erfahrung mit dabei. Alben verfügbar, Tour ausverkauft, noch nicht ganz, haben wir gehört. Wollen wir sie reinlassen? Wir sorgen heute dafür, dass die Tour jetzt ausverkauft ist, sobald Absolut. Das alle gesehen haben. Habibi, Absolut. Auf geht's, lassen wir sie rein. Jetzt. Tada! Moin. Moin, hallo. Wie synchron, ne? Ja. Moin. Moin. Nach Hamburg? So sieht's aus. Hello. Haben wir noch nicht so oft gemacht. Nee, haben wir noch nicht so oft gemacht und aus einem Fenster herausgesendet haben wir auch noch nicht so oft gemacht. Hat den Vorteil, dass die Gäste dann tatsächlich synchron sprechen können. Du hast ja mal diesen leichten, Christian, das weißt du besser, diesen leichten Digital-Delay sonst drin, aber das gibt eine ganz neue Dynamik in dieser Sendung, liebe Freunde. Ich hoffe, wir sind ja eine Band und wir wollen gerne immer zusammen sein. Deswegen. Auch wenn ihr uns vielleicht trennt. Ja, genau. Nein, ich lasse euch zusammen. Also, wer ist. Wer, ich habe das ganze Merchandise. Wer ist wer? Wer fehlt? Lukas. Ey, da kommt es oft zu Verwechslungen. Pauli ist relativ klar als einziger Brillenträger der Jawohl. Band. Ja. Was würdest du jetzt vermuten, wer ich bin? Ich hätte dich jetzt dazu geordnet, weil. Wirklich? Ja, und das denken nämlich immer alle. Krass. Ja, aber ich habe kaum noch Haare auf dem Kopf und das ist eigentlich der schöne. Lukas ist derjenige mit den schönen Haaren. Liebe Grüße übrigens, der ist heute in Hanau. Genau, der kann lässt nicht euch dabei grüßen. Sein. Und ich war der Kollege da ganz außen. Siehst du mal, habe ich mir das ich bin mir das gelernt. Die enttäuscht sind, wenn ich denen erzähle, dass ich der andere bin. Aber Lukas hat früher immer so eine Justin Bieber-Frisur gehabt und das ist so ein bisschen die Anlehnung das daran. Das stammt noch aus der Zeit. Ja. Bevor wir mit unseren Fragen einsteigen, ich habe im Vorfeld gerade noch einen Termin gehabt, einen geschäftlichen, weil wir ja morgens hier unterwegs sind. Ich soll dich von Oskar und Adelheid grüßen vom Wiesbaden-Konzert. Hat der Papa sich gewünscht, der Johannes. Ne? Ich glaube, wir könnten die Kindernamen von allen unseren Kindern hier gerade ja, runter. Also liebe Grüße an Oskar und Adelheid. Seltener Name, oder? Habe ich ja. ewig nicht mehr gehört. In Wiesbaden sind wir immer sehr, sehr gerne. Sehr gerne im Schlachthof, da starten immer unsere Touren. Ja. Genau. So, sehr geil, auf geht's. Los geht's, Buddy. Ja. Du bist dran mit der Einstiegsfrage. Ich muss dich immer daran erinnern. Ich habe das, ja, weißt du was? Ich habe es verkackt, ich habe das falsche Fenster auf. Sag mal die Einstiegsfrage. Was hatte ich denn mal aufgeschrieben? Siehst nee, du? Dann fange ich an. Dann fange ich mit fang Pauli an. Ne? Fang du an. Ich habe ja schon. Gekommen. Entschuldigung. Ich wollte ja schon mal angeben vor einem Intro. Ne? Ich habe hier. Weißt du, was ich nur noch gefunden habe, ist das hier. Ne? Das ist ein altes Mixtape von mir, wo ich meine alten Maxi-Versionen damals drauf geschrieben habe. Zeig noch mal das Cover bitte. Ja. Das habe ich mir selber gemalt hier. Maxi und andere Versionen. Jawohl. Ne? So, ist das ein Fußballspieler? Das bin ich. Mit einem Deutschland-Trikot, hat nicht ganz hingehauen. Kommt aber nah an das aktuelle Adidas-Trikot ran. Pauli, du hast 2000 ein tolles Tape gemacht, das ich leider nicht mehr finde, nämlich Trainingslager. Ja, da gab es, glaube ich, auch drei oder vier von, ne? Genau, also das Tape hieß Sample-Polizei. Ich habe damals halt ein Sample-Tape gemacht, wo ich quasi Original-Samples ineinander gemixt habe von alten Hip-Hop-Klassikern. Sozusagen die Originale habe ich ineinander gemischt. Und ja, zu der Zeit waren wir, ich glaube, von 96 bis 2000, 2001, das war so das Ende dann von Trainingslager, also wo sich, ja. Also es war letztendlich ja eine Gruppierung von mehreren verschiedenen Bands und das haben wir dann Trainingslager genannt und genau, dazu gab es halt verschiedene Tapes. Können wir nachher noch ein bisschen Name dass drauf. Du das nicht mehr hast. Ja, können wir, aber ich habe bei Soundcloud schon mal vorhin geguckt, irgendwo find ich noch was. Ja, es gibt es tatsächlich, also meins gibt es tatsächlich bei Mixcloud. Das ist auch noch irgendwas, das gab es auch früher mal irgendwas. Bei Soundcloud, da gab es das auch, aber die haben irgendwann die Sachen auch geclaimed. Mixcloud, also, das StudiVZ des File-Sharings. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich eher so für Mixtapes gewesen. So da, und die wurden dann halt auch nicht weggeclaimed und sind da auch noch nicht weggeclaimed. Also da kann man das tatsächlich noch hören.
Ich meine Frage dazu, wir müssen das vertiefen. Ich schreibe alles mit dir. Bitte mach du mal weiter, wir müssen zum Song kommen. Und ich kann sagen, ich bin übrigens eben gerade im Sendeskript durcheinander geraten, weil ich bei Sehnsucht war. Aber sehnsüchtig erwarte ich jetzt natürlich die Antwort auf die Frage. Flo, es gibt ja die Echt-Doku, die gerade durch. Hast du geguckt, ne? Bitte? Hast du geguckt? Ich jetzt? Ich hab, du nicht, also, aber. Flo, hast du die geguckt? Ich habe sie geguckt, mehrere Male. Ist man da Fan von? Das ist ja dieses vom Kinderstar, nee Quatsch, vom Kinderstar zum Star für Kinder, ne? Das war ja irgendwie so ein bisschen der Subtext für dich, wenn man das da drunter schreiben will, oder? Als Wortspiel funktioniert das ganz gut. Also ich bin ja auch ich bin ja Fan von guten Wortspielen, deshalb würde ich das so gelten lassen. Kinderstar, ich fand, dass wir damals eigentlich schon, natürlich waren wir noch sehr, sehr jung, aber unsere Kindheit hatten wir doch größtenteils schon hinter uns. Das ist auch was so oft, womit wir heute immer noch oft konfrontiert werden, dass so die Frage gestellt wird, ja, habt ihr euch da nicht gefühlt, als wäre euch irgendwie die Kindheit genommen worden? Und erstmal, also wir waren ja jetzt nicht die Jackson 5, die wirklich schon seit frühestem Kindheitsalter da auf die Bühne geprügelt wurden. Uns hat das immer wahnsinnig viel Spaß gebracht und es war dann ja vor allem der größte Teil unserer Jugend, den wir so gemeinsam als Band verbracht haben. Aber als Wortspiel trotzdem schön. Ja. So. Und ich hatte in der Vorbesprechung, wir haben eine Vorbesprechung, auch das ist mittlerweile, hatte ich gesagt, ich sag's nicht, ich sag trotzdem jetzt das Lieblingswortspiel von mittlerweile mir auch, denn mir wird ständig vorgehalten, wenn du auf Wortspiele stehst. Wenn ihr da draußen auf Wortspiele steht, dann hört Bitte. Euch deine Freunde auf, denn da wird gedroppt, hier kommt der Feiervater, doch keiner feiert Vater. Ja, schön. Okay, also. Aber ist das jetzt ein Zitat von echt oder von deiner Freunde oder eins von dir? Deine Freunde und zwar aus dem Song, wo ja ganz viele sehr witzige Witze, wie leider ich finde, witzige Witze zum Besten geht. Wie wir unlustigen Dads finden, witzige Witze, für die Kinder eher peinliche Witze. Das Lied heißt ja auch Dumme Witze und da gibt es einen kleinen Teil, der an The Prodigy erinnern soll mit ihrem damaligen Hit Firestarter. Und dadurch sind wir dann auf den Feiervater gekommen und hatten direkt so ein Bild vor Augen von einem Vater, der sich halt selber extrem lustig findet und über seine eigenen Witze lacht, während der Rest der Familie denkt so, oh, Papa, lass es einfach, hör einfach auf. Wisst ihr was? Bin ich völlig ungefährdet. Also jetzt, wo wir jetzt in den Vatermodus hier reinspringen, ich würde sagen, wir hören uns den ersten Song an, Flo, deiner ist es geworden und dann erzählst du uns mal danach, warum du dir das Ding ausgesucht hast und was das für dich mit Weltklasse bedeuten kann. Okay? Oder jedem dasselbe Recht, möchtest du vorher etwas sagen? Nein. Sehr gut, auf geht's, PowerPoint-Karaoke, los geht's. Ein sauberer Cut. Ja. Ist das Format der Sendung, da kann ich doch nichts für. Das ist ja, das war ein Lob. Das war wirklich doch eine gute Stelle. Das ist richtig gut. Ja. Ich habe ein bisschen so den Spleen, dass ich das ganz schlimm finde, auch wenn ich Podcasts höre oder so, mitten im Satz auf Pause zu drücken. Ich brauche das immer so ein bisschen, das ist so eine Macke von mir, dass der Satz zu Ende gesprochen wird und man dann pausiert. Und deshalb bin ich euch jetzt sehr dankbar, dass ihr genau nach dem Refrain abgeschnitten habt. Ja, es reicht. Weltklasse. Ein Blick des Songs, eine Strophe, Refrain. Habt ihr Weltklasse gemacht. Don't borrow us, get us to the chorus. Wir haben sogar die Regel bei uns in der Familie fest. Bei allen Vieren,
Lieder werden zu Ende gespielt. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Doch. Gute Regel, ja, finde ich sehr gut. Flo, warum hast du dir das jetzt ausgesucht? Weil du den Song Weltklasse findest? Erstmal finde ich den Song Weltklasse, ich finde die Band Weltklasse und ich musste, also da gibt es wirklich viele verschiedene Ebenen, auf denen ich über diesen Song reden könnte, aber ich starte mal damit, dass wir ja vorhin schon die wunderbare Stadt Wiesbaden erwähnt haben. Mhm. Und es begab sich zu einer Zeit, als wir als kleine Freunde da gerade unser Konzert gespielt haben und dann gemeinsam mit unserem Konzertbooker Bürger anschließend die Stadt verlassen haben und er uns von einer neuen Band, die er in Berlin entdeckt hat, erzählt hat, wo er zu dem Zeitpunkt damals angefangen hat, drüber nachzudenken, die eventuell zu managen, weil die noch so völlig, die haben geile Musik gemacht, aber die hatten niemanden an der Seite, der die irgendwie unterstützt oder der denen neue Auftritte klar macht oder wie auch immer. Und dann sind wir ganz neugierig geworden und er hat erzählt, dass das so junge Typen aus Australien sind, die aber aktuell zu dem Zeitpunkt in Berlin gelebt haben. Alle so um die 20, also wirklich noch super jung. Im Gegensatz zu uns. Im Gegensatz zu uns, die damals, na gut, wir waren so Anfang 30 da zu der Zeit, ne? Ja. Und damit hat er auf jeden Fall unsere Neugier geweckt. Dann meinten wir, ja, kannst du uns mal was vorspielen? So, und dann meinte er, ja, die haben noch nichts veröffentlicht. Aber die haben jetzt gerade an einer EP gearbeitet und die habe ich hier auf dem Handy, das kann ich euch mal zeigen. Und da war auch schon der Kontakt zwischen denen, also zwischen Band und unserem Freund Bürger, der wie gesagt auch unsere Konzerte gebucht hat, schon so ein bisschen enger und er hatte halt ein bisschen Musik von denen auf dem Handy und das haben wir uns dann angehört über Kopfhörer aus dem Zug aus Wiesbaden raus. Und das war der Song, den wir euch gerade vorgespielt haben. Das war Games of Luck von Parcels und wir haben das gehört und dann, ich glaube, auch direkt alle drei oder vier oder fünf Songs gehört, die da auf dieser EP sind und wussten in dem Moment so, okay, krass, das wird, wie man so sagt, das wird abgehen, wie so ein A&R. Das wird abgehen. Ja. Und waren so von Sekunde eins überzeugt davon, dass er da eine ganz, ganz wertvolle, super krasse Band irgendwie entdeckt hat und haben ihm da auch gut zugesprochen, dass er auf jeden Fall weitermacht mit denen und die weiter unterstützen muss. Und da muss ich noch so oft dran denken, denn diese Band ist mittlerweile Weltklasse. Die sind auf dem ganzen Globus unterwegs und spielen große Konzerte und machen aber immer noch so eine Musik, die ja die sich keinem Algorithmus unterwirft. Irgendwie, es ist ja auch Musik, die es so in der Form irgendwie auch schon ganz lange gibt, die man aber von außen, denke ich, erstmal nicht so Anfang 20-jährigen Typen, die sie damals waren, irgendwie so zugeschrieben hätte. Also einfach eine ganz besondere, tolle Band, von der wir auch Fans sind, völlig abgesehen davon, dass wir da diese Schnittstelle des gemeinsamen Freundes irgendwie hatten. Ja, Pauli hat sie auch auf Vinyl für euch. Einmal Games of Luck. Games of Luck mit dabei und irgendwie noch vier andere super Songs. Auch richtig lustig, Arne Banane, unser Bassist von Fettes Brot, der hat die erste EP auch noch gemischt. Der kommt auch aus Berlin und hat quasi die Songs, weil die da halt da auch quasi noch keinen Toningenieur hatten, hat dann die ersten Songs zusammengemischt. Das fand ich dann auch noch richtig krass. Da dachte ich, okay, wow, der Kreis wird enger. Ja, ja, das ist irgendwie, da spielt vieles mit rein, ne? Ja. Und jetzt gerade, um das vielleicht noch zu einem, auf eine andere philosophische Ebene zu heben, über die Wichtigkeit des Loslassens, weil es ist ja offiziell, wir können darüber reden, Bürger, der ganz lange bei KKT gearbeitet hat, Kikis kleiner Tourneeservice, eine Booking-Agentur aus Berlin, bei der wir auch sind, der hat sich jetzt vor kurzem dafür entschieden, dass man nicht auf so vielen Baustellen gleichzeitig tanzen kann, wie er das gemacht hat und hat sich schweren Herzens, aber auch trotzdem mit einem guten Gefühl, indem wir ihm auch unterstützt haben, dafür entschieden, nur noch diese wunderbare Band Parcels zu managen und alles andere abzugeben. Mhm. So, und das war ein Schritt, der ihm nicht leicht gefallen ist und der aber auch, und das merke ich auch an so vielen Stationen in meinem Leben, dass es manchmal wichtig ist, loszulassen und Sachen abzugeben und sich auf das zu konzentrieren, was jetzt in dem Augenblick irgendwie das Wichtigste ist und was die komplette Aufmerksamkeit verlangt. So. Ja, und er hat ja 17 Jahre, glaube ich, auch bei KKT gearbeitet. Er war ewig da, er hat so viele geile Konzerte veranstaltet und wir fallen da eigentlich als Kinderband so ein bisschen aus dem Rahmen. Die haben da sonst eher so krasse Rockbands. Ja, Beatsteaks, Tote Hosen, die Ärzte,
Und dadurch kennen wir ihn auch so. Genau. Und er hat sich halt unserer auch angenommen, Ja. zu einer Zeit, wo sich niemand für das interessiert hat, was wir gemacht haben, so. Aber er fand das irgendwie interessant und fand es gut von Anfang an und hat uns die Möglichkeit verschafft, so wie wir es wollten, in echten Clubs echte Konzerte zu spielen und eben nicht ins Kindertheater zu gehen. Nichts gegen Kindertheater, aber wir wollten gleich so echte Konzertatmosphäre für unsere Konzerte. Und die hat Bürger uns ermöglicht. Und jetzt ist er mit den Parcels unterwegs und wir lieben dich, Bürger. Danke für alles, was du für uns getan hast. Also Bürger ist Weltklasse, ne? Bürger Bürger ist ist Weltklasse. Weltklasse, ja. Pass auf, dann lass mich aber das. Sag mal ganz kurz, mir ist das gerade aufgefallen. Mich hat neulich mal Lars Lehmann gefragt, den wir hier schon in der Sendung hatten, ein Weltklasse-Bassist übrigens, ob ich nicht Booker machen wollte für ihn. Sag mal, ich habe dann gefragt, was ich höre seit ich 10 bin, viel Musik, hat aber überhaupt nicht auf dem Schirm, was ein Booker macht. Erklärt mal ganz kurz, weiß es jetzt mittlerweile, aber ihr könnt es nämlich noch besser sagen. Was macht ein Booker? Weil wir haben ja einen Bildungsauftrag hier auch in der Ja, Sendung. auf jeden Fall, Und stimmt. Und das ist, bevor glaube ich, wir interessant für die damit tun. Leute. Das weiß man immer gar nicht, wie das Musikbusiness dann im Hintergrund da so funktioniert. Was macht ein Booker? Also ich versuche das mal wiederzugeben. Ein Booker ist dafür da, dass er quasi erstmal das Routing, also eine Tour plant für eine Band. Also ein Booker hat wahrscheinlich auch Kontakte mit ganz vielen Veranstaltern, die diese Hallen besitzen oder die Rechte an der Halle haben, würde ich Ja. sagen. Und der ist dafür zuständig, um die Tour zu planen, also wie das Routing aussieht. Fährt man zuerst nach München, dann irgendwie nach Hamburg, dann wieder zurück nach Stuttgart, Gerne nicht. dann würde ich sagen, ist es nicht so guter Booker. Ja. Oder ist das Routing so, wo man zum Beispiel auch jetzt nicht so übertrieben lange Fahrstrecken hat? Der Booker ist dafür zuständig, ja, um letztendlich alle Kosten auch bei sich zu tragen, die diese Produktion kosten, also Trucks zu bestellen, Nightliner zu organisieren, Ja, alles, was eigentlich. Catering zu Ja. besprechen, ja, alles, was mit Veranstalter, Band, Management, er ist ja letztendlich dafür da, das alles so ein bisschen Ich zu connecten, dealt eigentlich stabilisieren. alles, was mit der Tour so zusammenhängt. Auch es gibt ja verschiedene Formen von Deals, die man dann mit den Veranstaltern vor Ort macht. Und wenn du halt schon lange im Geschäft bist und da eine gewisse Vertrauensbasis Genau, herrscht, dann ja. kriegst du halt einen guten Deal von Genau, den Veranstaltern. Vor ja. allem, wenn du dich gut benimmst, wenn du höflich bist und so. Wenn du irgendwie um die Ecke kommst und die Scheiße benimmst, dann sind es plötzlich 30% weniger, die du am Ende bekommst. So, und da ist ein guter Booker auch gut, so Total. für gute Deals zu machen und sich darum zu kümmern, dass die Band sorgenfrei auf Tour gehen kann, einfach. Ich muss mich nochmal mit einem kleinen bisschen Fragenkomplex für diesen Song nochmal ganz kurz einmischen. Ihr habt gesagt, das ist ein Weltklasse-Song. Ich hatte mir das angeguckt, ich kannte die Band nicht. Bruder, kanntest du die Band? Nee, überhaupt nicht. Hatte So. da aber man assoziiert das sofort runter mit hier dem Random Access Memory Album von Daft Punk auf der einen Seite, mischt dann so ein bisschen hier Weltklasse The Weeknd, dieses drüber, finde ich. Jetzt Hattest du weiß auch schon gerade mal wieder in der nicht. Sendung? Also ich Deshalb, glaube, die ja. Parcels haben auch inzwischen relativ gute Kontakte zu den ehemaligen Daft Punk-Mitgliedern sozusagen. Okay. Haben die Eine Nummer auch produziert? glaube ich, auch Ja, ne? gemacht. So. Und wahrscheinlich haben die ja natürlich da auch irgendwie Inspiration. Ne? Also, Also die Zusammenarbeit hat Sinn gemacht ja, zwischen den total. beiden, ja. Aber wisst ihr, das ist das, was ich jetzt habe. Bleibt schon wieder nichts mehr von meiner Frage über, Entschuldige. weil wir zum nächsten Song müssen. Ich verpacke die nachher nochmal rein. Dann mache ich nur eine Anmerkung. Das ist das, was ich zum Beispiel an diesem Format, in dem ihr hier zu Gast seid, halt total feiere. Ich kenne das nicht. Da draußen kennt es eine ganze Menge Menschen, die sagen, dass das Weltklasse ist. So. Und du sitzt hier und kriegst auf einmal fernab von irgendwelchen Algorithmen, weil das hat Flo eben auch schon erzählt, ja, von irgendwelchen Algorithmen einfach eine Band vorgeschlagen, die mir einfach gut gefällt. So, das fand ich fand das gut. So, ne? Und ich glaube, das ist halt etwas, was man dann halt einfach durch Gespräche halt auch einfach ganz gut herstellen kann. Hör dir mal das an. Das ist so ein bisschen der Effekt. Die Frage, die verpacke ich einfach jetzt irgendwo in den späteren Teil der Sendung. Die kriege ich schon rein, Genau. weil wir. Wir wissen jetzt, was ein Booker ist. Wir wissen, dass vieles aus Wiesbaden, Mainz der Ecke, was da entsteht, was daherkommt, hervorragend wird. Christian. Ja, jetzt kommt dein Song. Und das wird jetzt für uns alle so ein bisschen, weil wir ja doch schon eher die kopfnickende Fraktion sind. Ja, setzen wir uns mal zurück. Ich gehe so nach einer Minute dann raus oder meinst du, dann ist der fertig? Nee, ne? Nein, das dauert länger, aber du kannst auch nach einer Minute rausgehen. Das ist aber ätzend. Das tut weh, dann rauszugehen, aber du kannst es machen. Genau, das Weil ist es ja den so. Regeln der Sendung Ja. folgt. Aber wie gesagt, an Flo und Pauli ganz kurz, ich muss diesen Song dann irgendwann verlassen und das Solo nicht zu Ende hören. Wir springen auch das erste Mal Weltpremiere, ja, in den Song rein, weil er mir eine Zeitstempel
genannt hat. Setzt euch zurück und trinkt ein Käffchen zwischendurch. So, auf geht's. Es tut mir leid, die Sendung ist scheiße. Ist schon okay. Ja, gut, aber, ja, ich meine, da, damals hat man einfach so 5 Minuten lange Gitarrensolis rausgehauen und die Katze gequält. So, Herr Budde, was war, also ich kann mir jetzt schon den, also den Weltklasse-Kontext kriege ich ja geschafft. Warum hast du diesen Song ausgewählt? Ich könnte jetzt schon mal darauf mental vorbereiten, dass ich euch gleich alle drei frage, was sind für euch die Weltklasse-Solos, Drum, die Gitarre, Bass, meinetwegen auch Gesang, wie auch immer, für euch, das frage ich euch gleich, aber es ist natürlich naheliegenderweise, ich hatte bei dem Wort Weltklasse, erstmal wurde mir dann ja verboten, wurde mir eben schon gesagt, weil verboten. Ich nicht schon mal gespielt hätte. Ist mir natürlich Tribute eingefallen von Tenacious D, die ja das The Greatest Song in the World, dem Demon, verkörpert von Dave Grohl im Video, spielen sollen. Mm-hmm. Ja, alles schon erzählt, ist langweilig. Nichtsdestotrotz, ich würde euch mal Zeit geben, über Weltklasse-Solos nachzudenken. Durfte ich auf jeden Fall nicht spielen. Mal dann kurz bei Lieder von Ale Tawil, weil das Lied selber ist irgendwie okay. Macht aber total Spaß, sich selbst zu überprüfen, finde ich, rauszukriegen, was ja da alles in diesem Lied da aufkommt. Da kommt übrigens auch ja der Firestarter. Ich weiß gar nicht, wie er es eingewoben hat. Bin mir relativ sicher, dass in Lieder von Ale Tawil auch der Firestarter, sprich der Firevater, irgendwo auftaucht. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich kam dann dabei raus, was ist Weltklasse an Musik? Und dann kommt man sehr schnell, auch wenn man so ein bisschen einmal durchs Internet gleitet, bei diesem Solo, ist ja das zweite Solo in dem Stück, Comfortably Numb raus, das als eins der besten Gitarren-Solos ever irgendwie gilt, ist Pink Floyd, ist glaube ich jedem klar, ist von dem 79er-Album, dem großen Konzeptalbum The Wall, und es ist, wie gesagt, es ist deswegen schon, glaube ich, ein bisschen ungewöhnlich, weil es ein Song ist mit zwei großen Solos, hat ja Pink Floyd an verschiedenen Stellen hinbekommen, das ist das zweite Solo, und so geht die Legende. Es ist nicht nur von David Gilmour eingespielt, geht mir auch gar nicht um die Version, dass die da gerade mal wieder keinen Streit haben und Roger Waters dabei ist, ist alles schön und gut. Aber angeblich ist das, als das 79 aufgenommen wurde, tatsächlich im ersten Mal, beim ersten Spielen so eingespielt worden und so dann auf, hat es dann so auf das Album geschafft, weil es wirklich ein perfekt gespieltes Gitarrensolo ist. Und First Take. Ein absolut Weltklasse-Solo. Ja, absolut. Also ich glaube, auch an der Band ist ja auch keiner vorbeigekommen, ne? Oder habt ihr das früher gehört? Ich habe das, also meine Eltern haben das natürlich gehört, mein Bruder Pink Floyd immer rauf und runter gehört. Freunde mit gutem Musikgeschmack haben das gehört. Ja, ja. Und da wusste ich immer, das muss ganz gut sein. Ja. War krass gerade, ne? Keine Handys im Publikum. Ja, ja. Ja, ne? Geiles 80er Drumkit mit, wie es sich gehört, 15.000 Toms. Ja. Ja, und vor allen Dingen halt auch einfach sich Zeit nehmen für Musik, ne? Das hat man ja heutzutage auch fast gar nicht mehr, dass halt jeder Song durch die Algorithmen irgendwie am besten 2:30 sein soll oder noch kürzer irgendwie. Mhm. Und das finde ich, also das. Dann aber ganz kurz. Ich will einmal kurz dieses Thema, keine Handys im Publikum. Ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass es doof ist, dass alle Leute ihr wichtigstes Lied bei einem Konzert immer per Handy aufnehmen und denken so, du Idiot, du siehst es nur auf deinem Handy-Display, wirst es dir danach nie wieder angucken. Da sollte ich auch gar nichts zu sagen, weil das immer nur ein Publikumsdisco ausartet. Aber was ich echt schade finde, ist dadurch, dass so wenig Leute rauchen, gar nicht, dass wir nicht mehr Leute mehr rauchen, sondern dass du jetzt tatsächlich, dass du nicht mehr wie früher die Feuerzeuge hast, die einfach ein schöneres Licht gemacht haben. Sondern diese blöden Handy, diese blöden Handy-Lichter. Aber so wie jetzt. Riecht besser. Absolut. Also auch man selber danach. Ne? Ich rauche übrigens seit 45.000 Euro nicht mehr. Ne? Ich habe ja so eine App, da kann man das halt, habe ich neulich mal. Oh, Glückwunsch. Habe ich gerade jemandem am Wochenende gezeigt. Wie viele Jahre sind es? Wie viel, was meinst du, wie viele Jahre? 16.
Drei Tage. 16, ja genau, drei. ich muss aber ganz früh am Tag 15.000 Euro haltet mich so ein bisschen, lass mich nochmal versuchen, ein bisschen das Konzept der Sendung weiterzuhalten. Wir hatten nämlich eine Frage, ich bin hier heute so der Showrunner, ja? Also wir hatten noch eine Frage versteckt, bevor er angefangen hat, da sich auszuholen. Ihr solltet euch ja darauf vorbereiten, schon mal ein bisschen. Ja. Ich fange mal mit Flo an. Was ist denn so dein Weltklasse-Solo, das dir so einfällt? Ich glaube, du als Drummer, Get Wicked, ne? Was hast du denn da so im Koffer? Also, ich weiß nicht, ob ich morgen noch finde, dass das Beste, ob ich wirklich finde, dass das Beste ist, aber Gitarren-Solo, sage ich jetzt einfach mal, / November Rain von Guns N' Roses. Oh ja. So, war einfach. Es ist eine Szene, wahrscheinlich auch verbunden mit dem Musikvideo, wie er da draußen steht und irgendwie die ganze, die Hochzeit irgendwie den Bach runtergeht und so. Das hat sich bei mir eingebrannt. Und Schlagzeug-Solo, komischerweise, Phil Collins. Ey, ich wollte auch. Wolltest du auch Phil Collins? Ah, sagen. Echt, ne? Ja, es gab irgendwie, ich weiß gar nicht, welches Live-Konzert. Ich war auf einem Live-Konzert, ne, wo er so einmal so prollig, ja. Ich glaube, das war eine runde Bühne. Genau. So, und er geht einmal jedes Instrument ab oder so, so habe ich es zumindest noch in Erinnerung. Und unter anderem setzt er sich auch ans Schlagzeug und haut da ein tierisches Solo raus so. Und ich glaube, der wurde viel gehasst damals und so. Aber ich als jemand, der das nicht so mitbekommen habe, finde einfach, dass er viele krasse Hits hat so. Und der war ja auch Schlagzeuger vor Phil Collins. Ja, und er stinkt nicht übrigens. Der hat doch so eine, nur eine kleine Side-Note, der hat sich so eine Schlammschlacht mit seiner Ex-Frau geliefert vor Gericht und sie hat behauptet halt, dass er so doll stinkt. Und dann hat sein Team, Phil Collins Anwaltsteam, 2 Tage später eine offizielle Pressemitteilung veröffentlicht, wo sie klarstellen, dass er nicht stinkt. Ehrlich? Ja. Sachen, die wir nicht... Also, geiler Drummer und stinkt nicht. Pauli. Also ich hätte auch Phil Collins jetzt gesagt, allerdings würde ich auch sagen, ich habe halt früher super viel Jazz gehört, super viele Jazzplatten gehört und ich finde, da war in jedem Song irgendwie ein Solo. Deswegen, ja, würde ich auch sowas wie Miles Davis, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Maceo Parker. Ja, Ahmad Jamal, so von bis, ne? Es gibt halt Leute, die alle da Solos rausgehauen haben und ich finde das jetzt auch. Also für mich ist das jetzt nicht unbedingt so wichtig, dass jetzt einer da 10 Minuten lang irgendwas hinschmiert, dass es alle wissen, er kann das perfekt. Ja. Sondern für mich zählt am Ende auch natürlich irgendwie das Gesamtding. Ne? Und ja, wenn der Song gut ist, ist der Song gut. Und wenn der Song irgendwie, wenn das dann dadurch hingehalten wird, ja, klar, passt auch. Also respektiere ich natürlich auch, aber müsste ich jetzt nicht auf eine Person beschränken. Ja, es ist ja schon, man sieht das ja in einem Video, man kann, also wenn man ein Gitarrensolo, also was sich so Hirne auch merken können, dass man Gitarrensolos mitsingen, also im Kopf mitgehen kann. Ne? Klar, Kopf ist ja dann auch eine Form von Wiedererkennbarkeit und das wahrscheinlich, Pauli, das ist vielleicht auch was, ne, wenn ich, du sagst es gerade so schön, wenn da nicht irgendwer was hinschmiert, das ist dann. Oder ich habe tatsächlich noch eine Erinnerung zu Jamiroquai, da gab es auch so ein Ding, da konntest du genau diese Line mitsingen. Ja. Das ist so krass, aber das sind ein Solo. Genau, aber das sind dann halt ja auch Alben, die man, hat man damals ja wahrscheinlich auch ganz anders gehört. Ne? Also weißt du, hörst ja so viele Songs, Einzelsongs, du hörst ja gar nicht mehr das Album an sich und oder viel seltener, ne? Weil du halt so viel mehr Musik angeboten bekommst, dass du vielleicht dann auch gar nicht mehr dir die Zeit nimmst, das Album häufiger zu hören. Ja, wenn du 15 Euro oder damals 30 Mark für ein Album ausgegeben hast, da hörst du dir natürlich auch jede verdammte Sekunde davon an. So, ne? Ja, du hast das ja bezahlt. Ja, macht ihr euch bei euren Veröffentlichungen, sagt man ja dann heute, eher noch Gedanken, in welcher Reihenfolge die Songs nachher abdeckt? Ja, ne? Das ist aber, heben wir uns auf, ich schreibe alles mit, was wir nicht gemacht Christian? Haben. Wollt ihr mich auch noch fragen? Christian? Ja. Frag das doch nicht immer. Ich will dich doch fragen. Ich bin auch selbst drauf gekommen. Das ist immer so, der ist immer wieder leicht so ein bisschen. Ich hab die Zeit Christian, im Auge. Was ist denn dein Lieblingssolo? Ach, wir haben dich noch gar nicht gefragt. Schön, dass er mich fragt. Das würde ich auch gerne wissen. Ich würde jetzt Richie Sambora von Bon Jovi in Dry Country. Das ist nämlich so, das fällt mir jetzt gerade so, ich gewähre wahrscheinlich noch etliche mehr. Müsst ihr euch nochmal anhören im Nachgang vielleicht oder auch mal in die Shownotes rein, weil das ist für mich mit meinem Gitarrensolo. Ich bin einer, der auch die Gitarre rausgepackt hat, auch in einer Alternative-Bühne und egal wo immer, habe ich Gitarrenkoffer, Luftgitarre rausgeholt. Und das ist so ein Solo, das nachher hinten raus sich gar nicht mehr, wo die sich gar nicht mehr einkriegen, die Band, wo du dann richtig merkst, dass nachher dann der Schlagzeuger schon angezeigt hat, so jetzt ist gut, ne? Und sowas.
Pauli, nochmal ganz kurz zu Jamiroquai. Das ist übrigens die einzige Band, bei der ich beim Autofahren mit Schlagzeug spiele, obwohl ich kein Schlagzeug spielen kann. Weil da so geile, vor allem in dem ersten Album, sind so geile Drumbreaks drin, dass du halt, wenn du dann da an der Ampel stehst, so oder das ist total, das macht total viel Bock. So, ja, Mensch, sind wir doch richtig so für diese Wie spielt ein Schlagzeuger Schlagzeug im Auto mit der Flach? Meine Technik ist, ich bin kein Schlagzeuger, aber ich habe immer die Zeigefinger und hange ist damit auf dem Lenkrad. Was auf jeden Fall, und ich finde auch immer, der größte Point ist immer, wenn du den Blinker anmachst und dann hast du ja schon Rhythmus und dann Stimmt, ja. Da machst du halt so Zwischenrhythmen dazu. Einfach mal blinken, auch wenn du gar nicht abbiegen willst. Genau. Mach aber den Beat geiler. Ja. Mach doch mal den Beat fett. Hatte ich jetzt gerade vor zwei Folgen, habe ich 5 Sterne hier mit Kalle Schwensen gespielt hier mit. Mach doch mal, ich weiß gar nicht mehr. Jetzt kommen wir nicht mehr hinterher. Wir müssen in der Zeit nachspielen. Ich habe nämlich was ausgesucht. Da gab es auch noch keine Handys im Publikum. Ja, wir hören da mal rein. Das dauert so, wenn ihr mir das zugesteht, ich werde das ja nachher davor cutten. Es dauert so, der muss am Anfang ein Tickchen kommen und dann nach dem Refrain hören wir da rein und dann meine Frage erfahrt ihr danach dann. Also, setzt euch zurück. Jetzt kommt ein bisschen deutschsprachige Musikgeschichte. Ey. Es beginnt in einem Wald, alle Rechte sind bezahlt und es endet doch der Wahl. Meine Hände sind so kalt und die Zeit, die ging ins Land, meine Seele ist zu rahl. Die Hose kennt den Duft, meine Stimme braucht die Luft, denn der Winde ist so heiß wie nie. CS Rock, Punk, Heavy Metal, Politics und Bicycle, it's all Musik to me. Ey, das waren Zeiten, mein Hard Rock ist Hard Rock Musik, was ist da für Sinne her? Und diese Jungs, ich war nicht lazy, denke da damit ich crazy, but no one left to tell the tale. Der Bube fragt den König, ey, baby, do you wanna dance? Sie machen History, denn sie sind schon für nie, the first real electric rock and roll band. Band is up to the boogie to the rhythm on the boogie to beat. I do the bang bang, boogie to up to the boogie to the rhythm on the boogie to beat. To the hip, to the heart, to the upbeat part, to the freestyle rocking and you're never gonna stop. Herr Präsident, wir kennen eine Sprache, diese Sprache, die heißt Musik. I can hear the bass playing, can you feel the bass playing? And if you feel the groove, you better start to move. Stop in time to the rhythm and move your feet to the beat. Hey, everybody, give music a chance to the universe. Das geht immer so weiter. Ich kann da, aber ich soll ja aussteigen dann, ne? Das Rezept. Geil. Geiler Typ, ne? Falco. Er hat Rap nach Deutschland gebracht. Ja. Das nimmt mir, pass auf, die Frage kommt gleich noch von mir, ne? Weil das ist, also warum habe ich das ausgewählt? Ich habe über das Spiel ein bisschen Jeopardy, die kommt die Antwort, du hast die Frage dazu. Genau, Weltklasse Künstler für 50. Falco! Ja. Genau. Wer ist Falco? Nee. Das stimmt so. Ja. Oder wir haben neulich mal Familienduell geguckt. Wir haben 100 Leute gefragt, welcher Künstler fällt dir ein, wenn sie an Weltklasse denken? Ne? Falco, haben gesagt, 80. So. Echt? Nein, weiß gerade mal so eine Adaption. Warum habe ich das ausgesucht? Weil ich gedacht habe, ich muss jetzt endlich mal den Künstler spielen, den ich Weltklasse finde. So, und das ist, wenn ihr euch das anhört, auch den gesamten Backkatalog anguckt, ich meine, heute wird er ja von irgendwelchen Contra-K-Boys irgendwie gefeatured und alles Mögliche. Man bedient sich jetzt ja an dem Katalog von Falco. Das ist aus dem 4. Album schon von Falco. Das war nach den ganzen Welthits. Er ist übrigens auch der einzige Deutsche, der ein Billboard 1 in USA hatte. Nicht Deutsche, Entschuldigung, deutschsprachige Künstler, der mit Rock Me Amadeus ja damals da den wahrscheinlich mit Nena hat. Zusammen noch, ne? Oder Nena hatte. Ich weiß nicht, war die Billboard 1? Weiß ich nicht. Ja. Dann ist, also vielleicht ist, oder vielleicht sie die einzige Künstlerin ist und er ist der einzige deutschsprachige Künstler gewesen. Out of the Dark. Das ist aber alles schon ein Postkatalog, ein Postmortem. Ach so, okay. 1998 ist der mit dem Auto, glaube ich, irgendwie verunglückt. Nochmal zum, warum ich den Song ausgewählt habe. A, wegen Weltklasse Künstler und weil in dem Song eigentlich all die Skills zusammenkommen. Also wenn ihr das live seht, da kriege ich eine Gänsehaut, weil also als die Kamera anfliegt da und dann mit seiner Band da steht, das ist eine großartige Band gewesen, die da mit dem Musik zusammen gemacht hat. Ich glaube, der hat halt hochklassige Staccato-Lyrics rausgehauen. Der droppt in dem Song
Milliarden an Künstlern, von Rapper's Delight bis hin zu was weiß ich alles. Und er hat damals in dem Song auch eine politische Botschaft noch verpackt gehabt, nämlich gegen den alten Präsidenten Herrn Waldheim damals wegen seiner Vergangenheit und Herr Mr. President und alles Mögliche. Und da stehst du und guckst dir das an und sagst, mit Weltklasse, das wäre ein Konzert gewesen, auf dem ich gerne mal gewesen wäre. Ne? Habe ich nie, war ja schon nicht mehr so dann bei uns dann irgendwie so unterwegs. Und ein hannoverscher Künstler hat ein Zitat gemacht, nämlich Heinz-Rudolf Kunze, den haben wir noch nicht hier im Format gehabt. Der hat mal gesagt, dass das nach, ich glaube, nach David Bowie eigentlich, oder mit David Bowie einer der einzige Künstler, der an so einen Typen wie David Bowie rankommt in der gesamten Kreativität. Der ist halt auf jeden Fall richtig krass. Also was so Rap, ja, seine Mundart auch, ne? Also was du ja auch schon erwähnt hast, so wie ja, mit EAV, kennt ihr die noch? Ja, klar. Hören die Kinder gerne. Ja, und ich finde, das ist ja auch so eine Zeit, wo man eigentlich denkt, so, okay, eigentlich ist das auch schon krasser Rap eigentlich auf eine Art gewesen. Zwar jetzt die Beats nicht unbedingt, so Hip-Hop-Beats, aber ich finde trotzdem, was die durch die Rhymes und so, das ist schon echt richtig. Ja, und der Flow einfach, ne? Ja. Wie er da locker vor sich herfloat. Ja. Oder wie er da auch steht, einfach so ein Superstar. Ne? Ja. Ja. Ich höre in letzter Zeit von ihm ganz Wien. Ja. Das ist einfach auch so geile Musik, ey. Denke ich auch so. Manchmal packt einen das dann wieder. Hört man so einen alten Falco-Song und denkt so, ey, das war so geil eigentlich, was er da zwischendurch fabriziert hat. Mega, ja. Kannst du wirklich, ja, du, Entschuldigung, du wolltest was. Ich wollte nur sagen, das Fettes Brot haben ihn ja auch quasi gesampelt mit Genie. Ja. Also, das ist ja an Tagen gewesen, stimmt. Quasi. Und. Genie? Nee, warte mal. Ja, Genie? Ja. Echt? Mhm. Achso, ja, ja. Auch aus dem Wort. Ja, okay. So, das, genau, das ist quasi an Tagen wie diesen. Und ich glaube, die haben auch, es gab vor ein paar Jahren, gab es genau auf der Bühne beim Donauinselfest, gab es so ein Revival, wo sie genau das Konzert, was wir gerade gesehen Ach, echt? Haben, nachgespielt haben und halt dann dazu Gastkünstler hatten, die dann Ach, die echt, Songs performt haben und ihn immer als Ausschnitt auf der Leinwand quasi auch mit Strophen reingefügt haben. Und da waren die geil. Brote, die, also deswegen weiß ich das. Brote waren auch da. Genau, Ja, Falco war dann auch da. Ja. Bruder, hast du eine Beziehung zu Falco oder kanntest du das null. Gar nicht? Doch, also das Lied kann ich nicht. Nee, das ist immer geil, dass ich dann doch wieder auf so große, große, sehr erfolgreiche Dinge hier stoße, mit der ich mich irgendwie noch nie beschäftigt habe. Ich habe überhaupt keine Beziehung zu Falco, witzigerweise. Werde ich jetzt nachholen, sehe ich ein. Hatte, wie gesagt, das Out of the Dark hatte ich auf dem Schirm und auf irgendeinem Playlist das Genie natürlich, aber ich hab zu Falco überhaupt Bevor keine Beziehung. Wir schaffen es jetzt ja, dass ein paar Leute das wieder den wertschätzend den Katalog sich da anhören. Ich habe aber noch eine Frage, die haben wir letztes Mal, also ich hatte letztes Mal nämlich von einem Oasis-Song hier drin und wir haben die Frage gestellt, wie würden eigentlich Oasis klingen, wenn sie sich nicht immer geschlagen hätten oder überhaupt noch am Start gemeinsam wären. Wie glaubt ihr, wenn der noch gelebt hätte, wie würde der heute klingen? Falco? Ja. Vielleicht würde er inzwischen mit Bilderbuch auch unterwegs sein, mit der Ja, Band. Auch gut möglich, großartig. ja. Finde ich. Ja, gute Frage. Vielleicht hätte er auch. Vielleicht wäre er auch so der beliebteste Feature-Gast bei so. Ja, mit Sido. Sido und Falco. Stimmt, ja. Oder er wäre Stefan Raab-mäßig, dass er sich vor 10 Jahren dann einfach so: Ach komm, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Hör jetzt auf mit Musik machen. Was soll's? Ich meine, also jetzt gebe ich doch ein Educated Guess ab, das wäre so eine Lindenberg-Karriere, die wäre abgeschmiert und dann wäre er wiedergekommen, genau mit solchen Sachen. Und ich finde diese Sido-Theorie, beziehungsweise alles, was jetzt dann irgendwie so Otto Walke. Genau, ja. Bei LOL dabei, bei Laughing Out Loud und so weiter, da wäre er dann wahrscheinlich am Start Oli gewesen. P. Genau. Hey, wisst ihr was? Ich glaube, der hätte uns alle überrascht. Ich glaube, der hätte nichts von all den Dingen gemacht, die wir gerade so uns überlegt haben. Ich glaube, der wäre vielleicht nochmal was ganz anderes, dass der auf jeden Fall im Bereich Kunst bleibt, aber so sich dann ganz so der Steinhauerei verschreibt okay, oder so. Also. Oder Mode macht oder sowas. Ja, genau, sowas. Ach, ich bin jetzt ganz berührt. Ja, ich mag das, wenn so ich das dafür ist ja Musik auch da. So, manchmal für eure Erklärung, ab und zu lösen die Songs von Christian auch große Fragezeichen bei allen aus. Ja, aber manchmal steigen Leute auch drauf ein und dann freut er sich immer. Dann freuen wir uns ja, wenn sich Christian freut. Denn dafür machen wir das ja alle, oder liebe Leute? Ja. Weltklasse. So, also jetzt kommt Paulis Weltklasse-Song. Wir hören da mal rein. Übrigens, ich habe da ganz kurz, als ich das runtergeladen habe, mal kurz reingeschaut. So, am Anfang, jetzt bin ich echt gespannt. Ich fand es ganz. Oh, wow.
Auf geht's. Bo, 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 bo. Also jetzt, Robert, ich habe extra, ich habe wirklich auf so eine, wo irgendwie so, also, als kriege ich direkt wieder Gänsehaut. Ja. Richtig, also ja, berührt mich total. Warum ich, also hier ist auch übrigens das Album, Album mitgenommen. Sehr gut. Genau, der Song ist, würde ich auch eher behaupten, stellvertretend für dieses ganze Album, was ich super oft gepumpt habe. Auch anfänglich wie bei euch in der Anfangszeit der Corona-Zeit, wo bei mir sehr viele persönliche Dinge passiert sind, wo ich, keine Ahnung, von Bandscheibenvorfall über 7-jährige Beziehung beendet, über Panikattacken, über Corona an sich, was ja natürlich auch jeder irgendwie erlebt hat. War auch scheiße. Von uns her waren wir da auch scheiße natürlich. So, und da sind halt super viele Dinge zusammengebrochen und eingebrochen, und das Album, ja, keine Ahnung, das hat mich irgendwie so emotional mitgenommen und auch so, ja, mal, also, dass ich auch noch mehr traurig war, dann auch mal wieder, dass ich emotional, dass mich das motivieren konnte. Ich kann mich auch total daran erinnern, als ich dir das Album hier im Studio vorgespielt haben, wir uns auch ganz oft einfach über die ganze Scheißzeit, wie es gerade einfach ist, unterhalten haben. Und ich finde das so generell Weltklasse, dass Musik, das prinzipiell einfach schaffen kann, dass dir einfach diese Emotion geben kann, egal ob es gut oder schlecht ist. So, ne? Mhm. Und genau, also weil so, wenn man jetzt 24 Jahre auch als DJ unterwegs ist, hört man ja auch so viel Musik, und es ist eh super schwer, sich da auf einen Song jetzt zu minimieren. So, aber so, wenn ein Album oder ein Song das so schafft, das in so einer Zeit dann auch, ja, da zu sein und dir zu helfen, ja, es ist schon was Krasses, finde ich einfach. Vor allem die Geschichten, die damit kommen, ne? Dass du dich noch daran erinnern kannst, dass du zu dem Song, dass ihr beide da und das Album, das ist halt, das gehört halt mit, da, gehört halt mit dazu, ne? Ja. Wie war das bei euch als mit der, man darf ja jetzt mal wieder drüber sprechen, weil wir haben ja damals, als wir angefangen haben mit dem Format, vor 8 Staffeln, ja, haben wir ja quasi die ganzen Künstler, die zur Sendung waren, saßen alle zu Hause, weil sie nichts machen konnten. Das war ja mal so. Hat euch das damals als aufstrebende, als aufstrebende Stadion-Band richtig brutal getroffen, oder hattet ihr halt noch genug Fanbase? Ja, wir waren ja auch quasi auf einer laufenden Tour und haben die dann, also sollte dann gerade in die größeren Konzerthallen gehen, und die haben wir dann quasi alle nicht gespielt. Deswegen war es vom Feeling her auch ein bisschen so, okay, wir sind gerade echt auf so einem krassen Weg, und dann, ja, ciao. Ja, das halt, war so. Genau, es war dann quasi halt davor, den nächsten Schritt zu machen eigentlich, und die Konzerte waren ja ausverkauft, es war alles da. Das hat uns ein bisschen, also das hat uns schon hat uns natürlich Sorge bereitet, besonders in dieser Zeit, als man nicht wusste, also es gab ja dieses schmale Zeitfenster, Gott sei Dank nur schmal im Nachhinein, wo man nicht wusste, ob jemals das alles wieder normal wird, so. Ja, stimmt. Eine Zeit lang stand ja wirklich alles in Frage, und dann wussten wir auch nicht, können wir jemals wieder normale Konzerte spielen? Können die Kinder oder die Leute, können sie entspannt miteinander feiern, selbst wenn 5000 eng an eng zusammenstehen? So, da schwebte ja so ein unheilvolles Fragezeichen eine Zeit lang drüber. Und dann hat uns das schon auch
beschäftigt und auch belastet, dass wir wussten, also wir haben die Tour dann dreimal verschoben innerhalb von 1,5 oder 2 Jahren. Und so die Kinder, also so platt das jetzt klingt, aber es war wirklich, wir haben wirklich drunter gelitten, die Kinder immer wieder enttäuschen zu müssen. Ja. So, weil das ist nochmal. Die ist ja noch länger. Das ist ne? noch viel länger. Wie lang sind denn 1,5 Jahre oder 2 Jahre in der Kindheit so, ne? Und manche sind uns dann auch schon wieder entwachsen in dem Zeitraum und so. Und es hat sich einfach schlecht angefühlt, die so zu enttäuschen, auch wenn das alle verstanden haben. Wir für uns in unserem Kosmos, muss ich sagen, wir haben Glück gehabt, weil wir uns dann dafür entschieden haben, ein Weihnachtsalbum zu machen. Mhm. Was erstmal so ein bisschen vielleicht so cheesy daherkommt oder berechnend, aber wir haben. Hätten wir vorher nicht gemacht. Also wir hätten es nicht gemacht, so, aber wir haben dann gesagt, so, ey, bevor wir jetzt die ganze Zeit zu Hause sitzen und traurig sind, lass doch versuchen, das zu machen, wofür wir angetreten sind, nämlich Musik. Und dann hat das so Bock gebracht, irgendwie zwischen Mai und September Weihnachtsalbum zu machen, so mit so Weihnachtssongs zu beschäftigen. Und zusätzlich, um dieses Weihnachtsalbum zu bewerben, haben wir uns ja noch unsere drei alter Egos, die kleinen Wichtel, ausgedacht, die uns hier im Studio besuchen kommen und uns quasi von außen dazu zwingen, ein Weihnachtsalbum zu machen, wo wir als coole, seriöse Band natürlich überhaupt keinen Bock drauf hatten. Aber diese Wichtel waren so beharrlich und haben uns so doll genervt, bis wir uns dann letztendlich breitschlagen ließen und dieses Weihnachtsalbum gemacht haben. Und dadurch konnten wir die Zeit mit sehr viel Spaß und Kreativität füllen. So. Und das war natürlich ein krasses Privileg, während alle anderen gerade echt eine beschissene Zeit haben. So, ne? Und ich finde auch, nochmal zu dem Song zurückzukommen, das hat man ja auch gerade in dem Video gesehen. Ich kannte das ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ein geiles Video, ne? Ja, und das ja, ist, super. Auch... ist ja auch in der Corona-Zeit, also oder vielleicht danach, gut, da waren jetzt ein paar mehr Leute. Ja, aber war wohl nicht im Lockdown. Genau, es war jetzt im Lockdown. Aber ich glaube, der hat auch dieses ganze Album, das heißt ja auch von, das hat dann noch so eine Zeitangabe und das sind halt alle Songs, die in der Corona-Zeit einfach bei ihm entstanden sind, die er dann halt rausgehauen hat. Und ich fand das auch sehr auch krass motivierend, ne? Dass man halt selber sich auch aufpushen kann, selber wieder Musik macht. Ich habe in der Zeit dann halt das Album gehört und unser Weihnachtsalbum. Ja, das war's. Das ja. war's und so und ja. Ich habe dann noch dann ganz kurz, wenn ihr so schön im Erzählen seid, nur noch eine kurze Frage dazu. Sind die Wichtel denn dann die Grundlagen für eure Hörspiele jetzt? Oder ist das, weil ihr macht ja auch Hörspiele, ne? Habe ich jetzt hier so mitgekriegt. Genau, wir haben gerade ein Hörspiel veröffentlicht, das heißt Tützu, es zieht. Da geht es auch nicht um die Wichtel. Da geht es darum, dass auf eine sehr... Da geht es ganz bescheiden um uns. Da geht's sehr gut. Und also da gibt es viele Aspekte aus unserem tatsächlichen Leben, die wir aber allerdings ein bisschen überspitzt haben. Und man kann auch im Laufe der Serie, die es wird, es sind jetzt die ersten 2 Folgen raus, geht es darum, unseren Weg Richtung... coolste Kinderband der Welt nachvollziehen zu können in einer Stadt, die wir uns ausgedacht haben. Hausenheim heißt die. Und da gibt es einmal uns drei und viele andere Bewohner. Und es gibt eine Familie, die Familie WTF. Das ist so eine Patchwork-Familie. Die haben immer so kleine innerfamiliäre Konflikte, wie es sie in jeder Familie gibt. Und diese Konflikte, die diese Familie erlebt, die erleben wir hinter einer magischen Tür in völlig verrückten, science-fiction-mäßigen, abgedrehten Welten auf einer anderen Ebene auch und müssen da ein Problem lösen. Darum ja, ich kann dich ja nochmal bei meiner Zielgruppe hier vertesten. Ne? Ja. Mal. Und nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt in Dress for Success rüberwandern, ne? Die heftigsten Schlitten hat immer noch der Weihnachtsmann, Freunde. Ne? Da wirklich. Ihr habt aber auch echt gute Songs für das Album genommen, also die hättet ihr auch noch woanders. Also auch die. Ach, das ist von dem Weihnachtsalbum? Ja. Da ist so ein C64, da ist so ein C64-Song drauf. Irgendwas mit dem C64. Genau. Dinge, ja, ne? Total geil. Ja, auch noch, wir müssen eigentlich auch nochmal live damit auf Tour gehen. Das haben wir ja auch noch überhaupt gar nicht gemacht. So ja, Maybe Bob macht das zum Beispiel. Die A Cappella Band war der Olli Gies hier schon im Format. Die machen jedes Jahr wirklich 4 Abende lang oder gehen mit alles Lametta auf Tour, nur mit Weihnachtsliedern. Das ist total geil, weil es dich wirklich in da reinbringt. Ach komm, wir haben nicht so viel Zeit zu schwelgen. Wir gehen mal zu Dress for Success. Da hat sich Markus nämlich gerade eben direkt vor Sendungsbeginn uns was reingeht. Wir wissen auch nicht, was jetzt kommt. Setzt euch zurück. Jetzt kommt Markus Salvador Winter mit seiner ersten Folge für diese Staffel. Are you dressed for success? Erfolg ist übrigens ein super Stichwort. Erfolg habt ihr in euren Unternehmen nur mit den passenden Arbeits- und Fachkräften. Wir von der Pratch GmbH finden für euch den Pratch, den Perfect Match.
Ja moin, Christian und Christian, hallo liebe Wunschwort FM Fans und Freunde. Mein Name ist Markus Salvador Winter und ich bin hier, um euch die beste aller Wunschwort FM Rubriken vorzustellen, nämlich Dressed for Success. Yeah! Ja, meine Lieben, ihr habt heute das Wunschwort Weltklasse. Wunderbar, mein assoziatives Gehirn hat nach einem Song gesucht und ich habe vor einer Woche original eine Doku gesehen beim SWR über Olaf den Flipper. Das ist der Sänger gewesen der Flippers. Das kennen vielleicht Leute, die viel bei ihrer Oma rumgehangen haben. Eine Schlagerband. Und deswegen bin ich zum Thema Schlager gekommen und habe einen Weltklasse-Song aus diesem Bereich für euch rausgesucht. Ich war nämlich letztens vor 2 Monaten auf einem Konzert, auf einem ganz kleinen Gig mit 70, 80 Leuten. Und da hat der folgende Künstler gespielt und hat mich total weggehauen. Und er hat sein Projekt vorgestellt als romantischen Schlager. Also, meine Damen und Herren, ich wünsche sehr viel Spaß mit Amigo Altmark und Ein treues Herz. Viel Spaß. Ein treues Herz, das bricht kein zweites Mal. Ist es in zwei, dann ist alles egal. Du fühlst keine Liebe mehr und es wird dir ganz kalt, denn du hast nichts mehr zu verlieren. Ein treues Herz ist für manche zu viel. Meinst du es ernst, ist es für andere bloß ein Spiel? Darum gib Acht, dass dir deines nicht zerbricht, denn ein zweites Herz hast du nicht. Pass also gut auf, wem du es schenkst. Dass es dir niemals zerbricht. Na, ihr Lieben, wie fandet ihr den Track? Ich muss ja sagen, ich habe mich, als ich den Kollegen live gesehen habe, vor so einem kleinen Publikum in einer vollen Location, ich fand's richtig geil. Ja, romantischer Schlager, das hat mir sehr gut gepasst. Es waren wirklich wunderschöne Songs. Mich hat das tatsächlich eher an sowas wie Wanda erinnert, was ja jetzt nicht, sage ich mal, als Schlager klassifiziert wird. Aber ich sehe auch, dass Schlager einfach mittlerweile auch eine viel größere Akzeptanz hat. Ja, zu meiner Jugend, zu meiner frühen Jugend, da hätte wahrscheinlich kein Rock-Pop-Fan zugegeben, dass er gerne auch mal alte Schlagersongs hört. Heute ist das, glaube ich, gang und gäbe und ja, man feiert so ein bisschen genreunabhängig. Ja, ich finde es mega geil. Es ist wirklich in meiner Playlist. Ich höre das fast täglich in meiner Heavy Rotation. Ich bin sehr gespannt, ob ihr sagt, ist das denn überhaupt für euch Schlager? Was ist für euch Schlager? Und ist Schlager cool für euch? Oder habt ihr vielleicht so 1, 2 Songs, die ihr wenigstens cool findet? Fände ich sehr interessant, das mal von euch zu hören. Und ja, ich würde sagen, mir bleibt nichts weiteres übrig, als euch Tucci Ahoi zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tucci Ahoi. Tucci Ahoi. Ja, Schlager, ne? Ja, Schlager. Markus Salvador Winter und Dressed for Success, genau. Schlager. Vielen Dank für den Song. Ja, danke schön. Hat mich direkt gecatcht. Ja, fand den super. Mich auch und ich fand das auch jetzt gar nicht so klassisch schlagermäßig. So. Vielleicht so von der Gesangsmelodie so ein bisschen, so, dass es so diese Bögen, die da schlägt. Ich hatte, aber cool, ne? Ja, fand ich auch. Also eher so französischer Chanson oder. Mhm. Michel van Dijk oder also dieses Bossa Nova Album, was ich auch total liebe, oder auch so ein bisschen Manfred Krug, finde ich so auch so ein bisschen so eine Art, mag ich total. Mhm. Also könnte ich mir, also muss ich jetzt nicht jeden Tag hören, so, aber wie auch schon gesagt wurde, es ist, vermischt sich ja alles inzwischen so krass, dass der Horizont einfach viel mehr erweitert werden kann, sowieso. Ja. Und ich habe auch, also das, was der Kollege gerade erwähnt hat, so, dass Schlager auch mittlerweile sich einer breiteren Akzeptanz erfreut, finde ich persönlich auch ganz gut, weil ich früher immer, wenn ich meine Großeltern besucht habe,
die im gleichen Dorf gewohnt haben, da habe ich oft gepennt. Wenn ich da das Licht vom Badezimmer angemacht habe, ging immer so ein Schlagersender automatisch an. Was erstmal, was ich krass Hightech fand Technisch auch damals, nicht. also richtig up to date. Und dadurch habe ich schon sehr früh irgendwie auch so ein Herz für so diese Art von Musik doch gehabt, auch wenn ich das jahrelang nicht zugegeben habe, aber irgendwie, also ich fand das super gerade. Also danke für den Tipp. Sehr gut. Ein treues Herz, ne? Ja. Von Amigo Altmark, genau, so sieht's aus. Christian, dann verbindet Amigo Altmark, also schöner Name auch. Ich Ich komme kann gleich, den jedenfalls ich kaufen. mache gleich aber eine Stilkritik, aber das komm ich gleich zu. Christian. Ne, also das, was Flo eben gesagt hat, das ist ein Teil meiner Keynote übrigens. Ich erzähle nämlich die gleiche Geschichte, was den Wandel angeht, nur ich drehe es nachher in die Richtung um, dass heute nicht mehr die Flippers Schlager sind, sondern Bryan Adams. Ne? Also wenn ihr euch NDR1 anhört, ist halt da mittlerweile Fury und Bryan Adams und lieber Flo, ihr wahrscheinlich von früher auch. Ja, Ja, weil das, wahrscheinlich. Das wird man da ne? auch verorten. Ja, Übrigens das. noch Ja, gut. kurz, ne? Ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich war zusammen mit meinem Bruder beim letzten Flippers-Konzert Oh. in Hamburg. Oh, weil du das Schlagzeug Und abkassieren richtig wolltest? krass, es gab einfach einen Part in dem Konzert, der nur dafür war, dass die Band so an den Bühnenrand gegangen ist und die Leute dann den Geschenke übergeben Ja. konnten. Die haben dann, und da war eine ganz lange Schlange und die haben dann Geschenke übergeben einfach und das war so random, das hat zum Konzert dazugehört. Mit Und das Anstand. voll Ja. geil. Wollen wir bei deinem Freund auch Ja, machen. hätten wir auch gerne. Ja, genau. Bringt mal, So, Kinder, bringt mal Geschenke aber mit. Bringt mal eurer Lieblingsband Geschenke mit. sag du mal. Hört auf damit, ich warne euch, ey. Wir lassen schon genug Kohle für die ganzen T-Shirts da. Ja, stimmt, das reicht. Sind die Flipper, ist das auch ein Stehschlagzeuger? Überlege ich gerade. Ja, Ja, mit dem ne? Elektro-Tam, mit dem Elektro-Ding. Ja. Stimmt. Ding, 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 ding. So, das war Aber ich. Just Das. Success. Ja, das war. Nee, ich wollte noch eine Stilkritik anbringen. Denn, also eine Anmerkung noch kurz vorweg, was ich immer ein bisschen schade finde, weil, Pauli, du sagtest das gerade, wenn du machtest den Bogen auf zu Chanson und so weiter, diese große, wir haben immer den Schlager, aber so, ich sag mal, so diese große Tradition von so großen Liedern, die man dann in großer Runde sich im Arme liegend tatsächlich schön mitsingt, so diese ganze, was die Italiener super können, was die Franzosen können, was auch viele Osteuropäer hervorragend können. Das fehlt mir leider immer in unserer deutschen Ja, Gesangeskultur stimmt. manchmal so ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen wehmütig. Jetzt komme ich aber zu der Stilkritik. Ich habe ein Ding nie verstanden, werde es nie verstehen. Und auch, das sind diese komischen Basscaps ohne Cap vorne. Das hatte einer von den Typen da auf, habe ich neulich wieder im Biergarten gesehen. Also ich denke, ey, was bitte soll das? Soll keiner Aber von euch nicht was der zu Sänger, sagen? Ich ne? wollte es. Aber sind das rumgedrehte Caps? Nee. Nee, nee, Nein, nee, nein, das nein. ist einfach, das ist genau das Modell, das Flo jetzt aufhat, aber das Cap vorne fehlt. Und es ist einfach nur so Ja, eine aber das ist Kappe. dann so ein bisschen African-mäßig. Ja. Ist nicht, oder? Ist Das es nicht so? Rugger. Afrika? Nee, nicht Nee, so. so nicht. Ich habe so eine Dinger früher gehabt, und nehme ich das ganz gerne mal als Stilkritik auf. Darf ich ja heute als 47-jähriger Vater nicht mehr tragen, so eine Klamotten, ne? Richtig. Ja. Richtig. So, So. das war Dress for Success, passt auch ganz gut, ne? Gut angezogen für den Erfolg. Liebe Leute, also der Flo muss gleich zum Flieger, deswegen wir beeilen uns jetzt ein bisschen, denn Ey, das bleibt drin jetzt, Flo. wir haben Mic noch drop. eine, wir haben noch eine letzte finale Kategorie, auf die wir euch nicht vorbereitet haben, liebe Freundinnen und Freunde da draußen. Ihr werdet nämlich jetzt gleich hoffentlich hören, welches Lied, wir haben eben so ein paar Teaser schon bekommen, welches Lied Flo und Pauli genial finden, jeder von euch eins bitte. Supergeil, gerne hören. Dass euch aber so unangenehm ist, dass es ihr es noch nicht mal euren besten Freunden vorspielen wollt. Eure Guilty Pleasures Und wollen ich. wir von euch hören. Und Christian hat schon wieder einen. Ja, ich melde das jetzt an. Ich packe jetzt hier einfach fort von mir von echt. Das läuft jetzt unten drunter. Es ist wirklich, also immer noch. So, Okay. jetzt seid ihr dran. Flo. Guter Rock. Guter Rock. Boah. Komplett Überforderung. Komplett überfordert. Ich baue noch eine kleine, warum ich eben so lachen musste, als ich, das war ein schlechter, kein Wortwitz, aber als du sagtest, 80% der Leute haben gesagt, Falco ist Weltklasse. Als ich dann sagte, echt, dachte ich, nee, Falco. So, jetzt bringen wir sie aus dem Kontakt. Ja, so, schön. Das war schlecht. Ihr solltet jetzt nicht zuhören, ihr solltet überlegen. Aus der kompletten Überforderung heraus. Ja. Gucken wir noch mal. Ansonsten machen wir noch ein Take und liefern das nach. Sie sagen, dass sie nichts Peinliches besorgt. Nein, das sagen wir nicht. Die Es war ein Song von Rock'n'Roll. Meat Loaf, aber ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Nein. Irgendein Meat Song. Loaf. Irgendein Lied von Meat Loaf. Nee, mir fällt irgendwie jetzt aber nicht. Aber Meat Loaf ist immer super. Du liebst Love, wie spricht man den aus? Ist egal. Der Fleischklops. Der ist Genau. übrigens auch schon tot. Da Echt? kannst du aber sagen, dass er tot ist. Okay.
Flo, habt ihr was? Was mir leid tut, persönlich. Nein. Normalerweise habe ich so viele, ne? Ah ja, doch, ich weiß einen. Bitte. Hundi Wauwau von Alexander Markus. Oh. Oh. Ja. Aber den, also den schätze ich als Künstler sehr, muss ich sagen. Auch unironisch, aber das Lied ist schon, das führt mich auch fanmäßig an meine Grenze. So. Ich nehme das war sein Lieblingslied von Lukas, diesen 80er Jahre. Wie heißt der noch? Wes. Ja, Wes. Alane. Alane, Wes Alane nehme ich. Ach, ich weiß, ja. Läuft jetzt alles. Stimmt, da kommt man immer so ein bisschen Bock auf, kriegt man so ein bisschen Bock auf nach Afrika mal fahren und mal irgendwie, ja. Und dann diese Mütze aufziehen ohne das Cap da vorne. Ja. Wir kommen zum Ende. Ich habe von meinen Fragen keine gestellt. Ich mache das mit Pauli nochmal irgendwann separat, wenn ihr mal in Hannover seid. Aber wir unterhalten uns dann nochmal über Mixtapes und Kultur und DJ-Kultur und sowas. Hört alle mein Mixtape. Weißt du, alle die Leute, genau, das kommt alles unten in die Shownotes rein, könnt uns da alles hinpacken. Ich fand das super, dass ihr mitgemacht habt. Schön, dass ihr da wart. Sagt uns nochmal gerade, wenn man jetzt deine Freunde. Entschuldigung. Die haben nur Danke gesagt, du hast dazwischen geredet. Wir haben nur Danke gesagt. Ja, alles klar, bitte. Hat Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz, wenn man deine Freunde das nächste Mal sehen will, habt ihr im Kopf die nächste Tour? Ihr seid gerade nicht auf Tour. Ausverkauft, passt. Ausverkauft. Wenn man euch nicht sehen will, wo müsste man trotzdem hingehen? Wir spielen im Sommer 17 Konzerte in Deutschland verteilt. Es sind einige ausverkauft und es sind einige, gibt es noch Ticket? Wie zum Beispiel, wenn man jetzt aus Hamburg kommt, könnte man in Hannover auf ein Konzert gehen. Ja, Mainz ist frisch dazugekommen. Stuttgart gibt es noch Tickets. In Berlin sind auch noch ein paar über. Also, nicht mehr viele, aber ein paar. Ja. Genau, stimmt. Also man kann uns sehen. Genau. Also wir sind eine sehr umtriebige Band. Wir sind eigentlich sehr viel auf Tour und jetzt, wenn man im Sommer Lust hat, uns zu sehen, dann kriegt man das mit Ach und Krach noch hin. Also ganz, das mache ich sonst nicht. Da gibt da jetzt die Empfehlung einfach. Im Abspann habe ich übrigens unsere Fans laufen gleich. Ne? Also ich freue mich da total drauf. Ne? So, und Bude, jetzt kannst du Abschied gehen. Dann würde ich jetzt sagen, genau, wir als Hannover Jungs sagen euch natürlich zu, dann kommen wir zu euch zum Konzert nach Hannover und werden die letzten beiden Tickets da kaufen. Das tut mir leid, Leute da draußen. Die sind jetzt weg. Ich würde sagen, das waren Flo und Pauli von Deine Freunde. Das war in herrlicher Weise, wunderbarer Art und Weise wieder Christian Bredlo und meine Wenigkeit. Das war Folge 52, der Beginn der Staffel 8 von Wunschwort FM, eurer digitalen Musiksprechstunde. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als danke, dass ihr bis zum Ende wieder dabei geblieben seid. Weltklasse. Weltklasse. Tschüss. Mit aller Weltklasse. Der allerbeste Job der Erde ist diese Musik für euch. Denn ihr seid unsere Fans, unsere Fans, unsere Fans, unsere Fans, unsere Fans. Dass ich kein Anwalt oder Doktor werde, hat meine Mama nie enttäuscht. Denn wir sind eure Band, eure Band, eure Band, eure Band, eure Band. Unsere Fans haben liebende Eltern. Immerhin haben die sie ja auch bestellt. Und das mit dem Storch können wir später diskutieren in der Talkrunde. Wie kommen Fans auf die Welt?